Hallo, heute spielen wir Hearthstone. Ja. Oh. Haben wir noch mit Coin angefangen? Ich glaube. Ich behalte das jetzt. Nee, ich hoffe, mein Blackwater kommt. Jeeves, ist auch okay. Vielleicht ziehe ich ihn ja gleich noch. Hunter. Ja, Schirich gehen Hand. Ach, Hunter war ich schon. Ein Krieger. Schirich beim Krieger ist die Sache, dass. Ich repariere alles! Ich glaube, den coin ich noch nicht. Ich habe Angst, dass er Spalten hat, der Hunter. Das wäre jetzt schon fatal. Schirich beim. Krieger ist wie gesagt die Karten wie Spalten oder so, die machen halt teilweise alle immer nur so 1-2 Damage und damit kriegt man halt so die kleinen Mobs, die ich hier auf Hand habe, immer schnell kaputt. Oh. Das kam unerwartet. Okay. Ja. Wenn er jetzt Spalten also kriegt er trotzdem 2 Damage. Okay, zwar mein Lepra genommen, aber mein Nervotrom bleibt wenigstens draußen. Greift an! Okay. Hey, das ist gut. Ich bin bereit! Das war's. So. Jetzt muss er jetzt schon mal an 3 Mobs vorbei, plus ein Tor mit Götterschild. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber mal gucken, was kommt. Ich könnte in nächster Runde eigentlich Jeeves spielen. Ah, nee, das macht wenig Sinn. Ich habe jetzt extra meinen zweiten Nephotron nicht gespielt, weil ich sein Götterschild jetzt nicht jetzt schon aufs Spiel setzen will. Vielleicht bringt er mir nachher noch ein bisschen mehr was. Okay. Also noch ein Ente-Golem. Kriege ich von Ersatzteil verstohlen halt. Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Die Tore sind geöffnet. Oh, okay. So langsam. Ei. Das ist doch mal eine sehr gute Nachricht. Schade. Ich hätte gern 7 Mana gehabt, dann würde das jetzt zu der Kurve besser passen. Dann hätte mein Nervotron 4, mein Erntegolem sogar 5. Das passt dann ja perfekt. Ich frage mich, ob. Oh, warte mal, ich könnte sogar eigentlich. Das ist ja eigentlich ganz nett. Ich will. Ja, so schnell kann es gehen. Lexa gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Lass die Jagd beginnen. So, dann wollen wir nochmal gucken. Was haben wir denn hier so?
eigentlich Dreck. Eigentlich alles weg. Das ist schon besser. So, nur noch mal gucken. Die Frage in der ersten Runde ist immer schon ganz gut. Entschuldigung. So. Vincent Vega, bitte tue etwas. Ich grüße dich auch. Grüße. Dann macht er dich Hero, nehme ich an. Ja. Aber das soll er jetzt auch großartig schon machen. Das heißt, in der nächsten Runde wird er mein Libragnum traden. Deswegen. Schlimme bei Palas ist immer die kleinen Minions, die ignoriert man mal gerne und dann sitzt man da, er bufft die und dann denkt man sich, ja, cool, hat er auf einmal 5 auf dem Feld und das ist immer ganz kritisch. Hey, das ist doch mal auch gut. Passt zwar jetzt nicht ganz zur Kurve, aber... Ich jage allein. So, in der nächsten Runde habe ich dann 4 Mana. Und auch noch was ich sonst spiele. Ich würde sonst gerne die Mikromaschine schon spielen. Mein Mechwarper. Das ist doch auch meine. Da könnte ich sogar Mechwarper und Erntegolem spielen. Ja, bringt mir jetzt eigentlich recht wenig, dass man Alpha Wolf erzielt. Ich würde den schon gern traden, ne? Der wird nächste Runde eh mal Alpha Wolf kaputt machen. Dann werde ich überhaupt facern. Ja, den Attack spare ich mir noch von der Waffe. Eieiei. Ich habe auch einen bemannten Schredder. So, was könnte ich jetzt machen? Bemannter Schredder, Mikromaschine, hätte ich aber nur noch einen Mana über. Da trade ich mit dem Erntegold. Da habe ich die Mikromaschine und den Genie. So, als nächstes kann ich jetzt erstmal auf Face. Ich jage allein. Ah, Mann. Da könnte nicht so nur den Button. Ich jage allein. Ah, ich hätte den traden sollen. Ich hab vergessen, dass er schon 4 Mana hat. Glück gehabt. Hätte mich jetzt sehr geärgert, wenn Unheilverkünder gekommen wäre. Wir lesen ja auch nochmal auf Englisch. Ich glaube Doombringer? Ich weiß nicht mehr. Ja, was hat er jetzt vor? Ich frage mich, ob...
das Dingo! Ja! Jetzt wäre mein Alpha-Wolf wieder nicht schlecht. Nervotron. Ja, das Problem ist, die Weihe, die der Pala hinkriegt, die ist auch nicht gerade gut. Jetzt Feier machen. Aber das konnte ich jetzt auch nicht verhindern. Hätte natürlich mit der Mikromaschine auch traden können. Dann würde selbst bei einer Weiher würde mein Mac-Roper noch stehen, aber. Ärgerlich. Na, was kommt jetzt? Oh, das ist auch noch. Ja, es ist doof. Doof, doof, doof. So, jetzt habe ich noch 8 HP runter. Wenn er sie jetzt nicht heilt, habe ich gewonnen. Wenn er kein Tod spielt, habe ich auch gewonnen. Hm. Ja, ich glaube, der hat noch irgendwas Ekliges. Lasst mich nachdenken. Lass diesem Herzen sprechen. Kann ich Bedarf würfeln? Habe ich aber immer noch 5, 7 Damage und gegen meine Hero Ability kann er nächste Runde gar nichts machen. Ja. Umarmt mich lang und fest! Hallo! Ja, mal gucken, was er jetzt macht. Nein! Was? Hand auflegen? Ach, Dreck. Okay. Das könnte jetzt doch in die Hose gehen. Praktische an der Sache ist, er kann nichts mehr ziehen. Warte mal, wenn er den jetzt tradet, habe ich trotzdem gewonnen. Und dann um 8. Ja, dann habe ich trotzdem gewonnen. Ja, das war gut gespielt. Gut gespielt. Lasst mich nachdenken. Ja, das war's, mein Freund. Umarmt mich lang und fest. Passt auf den Schaden hinauf. Ach, eigentlich hätte ich auch noch mit dem Gnomen ihn auch noch traden können. Dann hätte er die 2 Schaden ja sowieso gekriegt. Ah, schade. Da sind wir jetzt bei 600 Gold. Gut. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Ja, ich hoffe, wir sehen uns ein anderes Mal wieder. Ciao, ciao.